Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Fallout 4. Was? Wir sind irgendwie durch so einen Kanal irgendwo gelandet. Ich würde gern sagen, wo. Ich habe aber nicht so wirklich eine Ahnung, wo wir sind. Aber das soll wohl ein nicht mehr benutzter bzw. vergessener Eingang zum Institut sein. Ist da irgendwas drin, was wir brauchen? Das erkläre ich sicher nicht. Experte, Alter. Waffenwerkbank. Das ist gut, dass da so ein Reparaturdingens ist. Weil da müssten wir jetzt mal ran. Denn unser Anzug ist schon ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. Ihr kriegt's vielleicht mit, ich bin so ein bisschen abgelenkt. Das hat einfach mit privaten Dingen zu tun. Wo ich zurzeit nicht ganz mit dem Kopf bei der Sache bin. Sondern... Naja. Naja, halt. So. Transfer? Nee. Warte mal. Genau. Zack. Das linke Bein. Nee, da steigt er wieder ein. Wie kann ich denn was reparieren? Okay, peile ich nicht. Aber ist auch nicht so schlimm, wir kommen auch so durch. Die Powerrüstung soll uns eigentlich bloß ein bisschen mehr für den Anfang geben. Dass wir am Anfang ein bisschen besser durchkommen. Das sieht schon sehr institutlastig aus hier, finde ich. Fusionszellen, Cryogranaten, Scharbritzen, na, Stimpacks, Mentats brauchen wir nicht. Hier sind Institutpistolen. Ein Stealth Boy. Falls ihr euch wundert, wenn wir ins Inventar gehen, wo die ganzen Stealth Boys sind, die euch alle verkauft. So einfach kommen wir hier also nicht durch. Müssen wir mal gucken, dass wir hier ein bisschen was wegkriegen. Ja, wie das halt so ist, ne? Versuche zurückgesetzt. Siehst du. Scrap. Likes. Geht auch so. Sicherheitsverletzung festgestellt. Nee. Die Türen bitte mal öffnen. Sehr schön. Ach, okay, jetzt sind wir genau auf der anderen Seite. Hat sich gerade so angehört, als wüsste ich jetzt, wo wir sind. Stimmt aber nicht. Ja, wie das halt so ist. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich euch das erzähle oder... euch das im Endeffekt einen Scheiß interessiert. So. Hier sind die Typis, die wir weggeschossen haben. Da ist der Arm. Lieber Arm dran als Arm ab, wie ich immer sage. Protection matters. Jetzt mal einen Helm getragen. Ein Bauhelm oder im Englischen ein Hardhead. Alle COD-Spieler jetzt so, was? Hardhead heißt Bauhelm? Aber das ist nur ein kleiner Insider an dieser Stelle und ein Gruß raus an alle damals begeisterten MW3-Spieler. Alter, wisst ihr, wo wir sind? Wir sind genau am Eingang. Wir sind genau am Eingang. Das erkenne ich sofort wieder. Von hier sind wir damals runtergekommen. Hier haben wir die Daten geklaut mit dem Holopad. Holoband heißt das ja. Wir müssen da das Holoband reinmachen.
Nee, ich weiß bloß nicht wie. Da, Holoband laden. Grognack, nee, Pipfall, rote Gefahr, Runner, Unterlagen zur Einstellungsgerät. Da. Damit unsere Leute hier reinkommen. Haben wir es dann schon? Und da kommen jetzt unsere Leute. Alle sind so da. Wer kommt denn überhaupt alles? Das war echt ziemlich krass. Hm, scheint noch alles dran zu sein. Haben es alle geschafft? Gut, das ist also das Institut. Sie hätten einfach auf ewig hier unten leben können. Warum mussten sie sich mit uns anlegen? Weil sie sterben wollten. Sie glauben, sie sind besser als wir. Dann hätten sie mal einen Blick in ein Geschichtsbuch werfen sollen. Solche Sachen sind noch nie gut ausgegangen. Wie dem auch sei. Jetzt sind wir hier. Es gibt also kein Zurück mehr. Du wirst das hier brauchen. Es ist eine Fusionsimpulsladung. Mhm. Sobald sie am Reaktor angebracht worden ist, können wir sie fernzünden. Alter, das klingt, als ob wir das ganze Teil hier hochjagen. Wenn du das Ding am Reaktor platzierst, können wir eine Explosion auslösen, die alles vernichtet, was das Institut je geschaffen hat. Sorg nur dafür, dass die Zivilisten eine Chance zur Flucht haben, bevor wir den Laden in die Luft jagen. Wir wollen ja hier keinen Massenmord begehen. Wir sollten uns beeilen. Es wird nicht lange dauern, bis sie dahinter kommen, was wir vorhaben. Sturges, kümmer du dich um diesen Teleporter. Gib den Evakuierungsbefehl. Das Ding muss so schnell wie möglich einsatzbereit sein. Du holst uns wieder nach oben, sobald wir dir das Signal dazu geben. Und du lässt jeden aus dem Institut raus, der raus möchte. Vorausgesetzt, er schießt nicht auf dich. Verstanden, Boss. Das finde ich cool, dass wir so einen Evakuierungsbefehl geben können. Die Frage ist nur, wo wir das genau machen können. Ich hoffe, wir haben die Chance dazu und ich verpeil's nicht und mache hier einen Massenmord. Das will ich nicht. Ist da jemand anwesend? Nein. Wer? Dieses Mal versteckst du dich nicht! Ich kann dich sehen! Alter Schwede! Oh, wir haben wieder ein Level up. Das machen wir mal. Ich würde sagen, nochmal auf Härte. Das ist ja die Härte. Komm, den musste ich bringen. Überleg übrigens, wenn der Anzug ganz im Arsch ist, ob wir ihn dann einfach ausziehen und liegen lassen. Was ist da gerade passiert? Warum hat mir so eine Stimme? Darüber soll man sich nicht lustig machen. Über Leute mit Sprachfehler. Mir wurde ja auch mal von jemandem gesagt. Ja, Semi, mit deinem Sprachfehler, da ist es auf YouTube auch ganz schön schwer. Danke an dieser Stelle. Wusste zwar noch nicht, dass ich einen Sprachfehler habe. Mein gut, manchmal nuschel ich ein bisschen. Aber ist okay. Was hat mich verraten? Alter! Ich bin zu blöd zu schießen mit dem Teil. Hab ich getroffen? Schieb mich doch nicht beiseite, Mädchen! Verdammt! Ihr werdet noch lernen, euch nicht mit dem Minutemen anzulegen!
waren ein paar nette Treffer. Weiß, dankeschön. Zurück zu der Idee mit dem Evakuierungsbefehl. Institutgewehr. Wir können mal so eins mitnehmen. Ich meine, wir bekommen hier die ganze Zeit Fusionszellen. Da können wir eigentlich auch so ein Ding uns da ausrüsten. So eine Waffe. Macht das denn wenigstens Schaden? 17. Na, wow. Guck mal, uns das macht deutlich mehr. Das hier. Stimmt, da müssen wir ja immer nachladen. Alter, hier waren welche. Bam. Ah. So geht da der Peter. Das waren alle. Sieht aus, als ob da unten ein Daytripper. Ich weiß gar nicht, was ein Daytripper ist. Nehmen wir mit. Scheiß drauf. Granaten sind super, die Minen. Meh. Meh. Der Preston Garvey läuft uns hier in den Weg, aber wir sind ganz gut unterwegs, Leute. Lebensmäßig sieht's auch noch gut aus. Hier auf Klo gibt's bestimmt Mantets. Mantets ist jetzt eigentlich nicht so das, was ich gesucht hatte. Buffout auch nicht. Das ist schon eine Killermaschine, was wir hier haben. Will gar nicht wissen, was passiert, wenn wir das Teil voll aufwerten. Das ist meine neue Lieblingswaffe. Und das Coole ist, wir bekommen hier die ganze Zeit Munition dafür. Was das Institut hier oben wirklich wollte. Hallo. Was? Hab sie gefunden. Was wär's? War das ein Doppelkill? Das Krasse ist halt der Aufsatz obendrauf. Den hätte ich gern weg. Müssen wir mal gucken, wenn wir hier irgendwo so eine Waffenbank finden. Dass wir da mal den Aufsatz wegmachen. Es ist echt irre. Sie sind keine Roboter, aber auch keine richtigen Menschen. Institutpistole und die ist besser? Die macht 7 Schaden. Warum ist die denn besser? Ach, weil sie eine 90er Feuerrate hat. Das ist natürlich krass, ja. Ach du, ey, die haben voll aufgerüstet. Die wollten in den Krieg ziehen, kann das sein? Also für mich sieht das so aus, als ob das Institut in den Krieg ziehen wollte. Können wir den aktivieren irgendwie? Das wäre ja der Shit. Aber hier ist kein Aktivierum, Mart. Was? Okay. Nachgeladen haben wir. Ist halt das Problem bei dem Gewehr, ne? Man lädt da 4 Schuss rein. Und dann gib ihm. Mittlerweile können wir auch schon Splittergranaten. Ne, erstmal Molotow-Cocktails noch ausrüsten. Aktivierungsmart. Aktivierungsmart? Wird immer schlimmer, das Wort. Hat sich gerade angehört wie Star Wars Musik im Hintergrund. Nee, das nicht.
Jetzt sind wir mittendrin, Leute. So sieht das also hier aus. Mann, kein Wunder, dass sie lieber hier unten sind. So, ich möchte mal nochmal was aktivieren. Und zwar... Sonstiges. Nee. Sindel. Polizei, sprich mit Piper. Silver Shroud Kostüm. Siedlern, sprich mit... Weil wir suchen ja, also ich suche zumindest immer noch dieses Gegengift. Renn einfach weg, ich tu dir nichts. Ich tu euch nichts. Jemand muss mir helfen! Okay, auf Bewegung entdeckt. Das ist jetzt ein Scherz, ne? Die fucking Affen! Die fucking Affen! Okay, das war ein toter Affe. Ohne andere Waffe. Entschuldigung. Alter, was? Nein! Ist das krass! Nimm mich mit. Alter, unsere Leute, ne? Alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede. Ist es eigentlich verwerflich, wenn ich dann meine eigenen toten Leute plündere? Ich hatte keine Wahl. Oder kann man da Gnade vor Recht verwalten? Verwalten, auch schön. Walten lassen, wollte ich sagen. Ich bin völlig Banane heute. Warum wird dann das angezeigt, dass das besser ist? Gebündelt Institutgewehr. Wir können ja einfach mal damit rumlaufen. What the faggity fuck? Ich sehe aber, wir sind am Ende dieser Folge. Ich bin völlig durcheinander, weil jetzt wird's echt krass hier. Und ich muss die ganze Zeit dran denken, wie krass das ist, dass wir quasi alles in die Luft jagen sollen. Ich hoffe wirklich, dass wir hier den Leuten sagen können, ey, haut ab. Ja, wie es hier weitergeht, seht ihr dann beim nächsten Mal bei Fallout 4. Tschüssi. Yeah.